630 Fälle rassistischer Diskriminierung in der Schweiz wurden im Jahre 2021 beim Beratungsnetz für Rassismusopfer gemeldet. Wir verzeichneten in den letzten zwei Jahren einen Anstieg von rund 180 Vorfällen. Wo wir eine Steigerung gesehen haben, ist bei Meldung von extremen Rassismus. Die meistgenannten Motive, um Menschen rassistisch zu diskriminieren, bleiben die Fremdenfeindlichkeit und der antischwarze Rassismus, gefolgt vom antimuslimischen Rassismus. In jedem dritten Fall stellen die Beratungsstellen eine Mehrfachdiskriminierung aufgrund des Geschlechtes, der sozialen Stellung und/oder Rechtsstatus fest. Aber auch andere Mehrfachdiskriminierungen können ein Grund sein. Ich bin Laura Russo, Praktikantin bei humanrights.ch und habe mich mit zwei ExpertInnen getroffen, um über den Auswertungsbericht 2021 zu sprechen. Mein Name ist Giorgio Andreoli. Ich bin von der Beratungs- und Meldestelle GGGV, gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus in Bern. Und unsere Daten werden vom Beratungsnetz für Rassismusopfer erfasst. Mein Name ist Gina Vega. Ich leite die Fachstelle Rassismus und Diskriminierung und das Beratungsnetz für Rassismusopfer bei humanrights.ch. Und ich bin zuständig für den Auswertungsbericht Rassismusvorfälle aus der Beratungsarbeit. Der Auswertungsbericht 2021 zeigt, dass Rassismus in allen Lebenskontexten und Lebensbereichen erlebt wird. Die meisten Vorfälle werden aber im Arbeitsumfeld und im Bildungswesen gemeldet. Aber auch im öffentlichen Raum, im Kontakt mit der Verwaltung sowie in der Nachbarschaft werden häufiger rassistische Diskriminierung gemeldet. Die Oberkategorie der Lebensbereiche Organisation, Institution, Privatwirtschaft, gefolgt vom staatlichen Bereich, haben am meisten Vorfälle aufgezeigt. Warum melden Personen vor allem Vorfälle in diesen Bereichen? Menschen müssen sich vorstellen, dass in diesen Bereichen Betroffene besonders vulnerabel sind, aufgrund von bestehenden Macht- oder Abhängigkeitsverhältnissen. Zum Beispiel zwischen Schülerinnen und Lehrpersonen, Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, aber auch ausländische Personen und der Verwaltung. Hier ist es besonders schwierig für den Betroffenen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen oder diese durchzusetzen. Sie möchten nicht oder haben Angst, ihre Stelle zu verlieren, ihre schulische Zukunft aufs Spiel zu setzen oder auch einen negativen Entscheid bei ihrem Aufenthaltsstatus zu bekommen. Sie arbeiten bei einer Beratungsstelle für Rassismusopfer, GGG von Bern. Welche Auswirkungen haben Sie aufgrund der Pandemie gesehen? Gab es gewisse Vorfälle, die bei Ihnen mehr gemeldet wurden als zuvor? 2020 ging es etwa um 5% zurück, aber 2021 haben wir wieder die gleiche Zahlen wie 2019. Wir haben gesehen, dass bei Schule, Kitas und solchen Institutionen die Anzahl Fälle gestiegen sind. Was genau der Auslöser ist, ist noch schwierig jetzt so zu sagen, da müssen wir genauer hinschauen. Es fällt auf, dass vor allem im Bildungswesen im Vergleich zum Vorjahr sehr viel mehr Fälle gemeldet wurden. Was können Sie uns dazu sagen? Was wir hier beobachten können, ist, dass die meisten gemeldeten Vorfälle schwarze Menschen betrafen. Sie berichteten über Beleidigungen, Benachteiligungen oder rassistisches Mobbing von Seiten des Lehrpersonals, aber auch von Seiten der Mitschülerinnen. Das zeigt, wie wichtig der Ausbau des Diskriminierungsschutzes im Bildungsbereich ist. Das kann zum Beispiel mit der Thematisierung von Rassismus in der gesamten Institution, aber auch mit den Klassen und den Eltern. Aber vor allem finde ich wichtig die Ausbildung von den Lehrpersonen, damit sie Rassismus erkennen, bekämpfen können und auch einen besseren Schutz für die Betroffenen anbieten können. Der zweite Punkt, wo wir eine Steigerung gesehen haben, ist bei Meldung von extremen Rassismus oder eben Rechtsextremismus. Das hat klar zugenommen. Diese Tendenz haben wir aber schon vor der Pandemie festgestellt. Dort ist eigentlich unsere Erwartung, dass man darauf reagiert. Und ein wichtiger Punkt ist, dass junge Leute in diese Gruppierung mit einbezogen werden. Und dort ist es wichtig, dass in der Prävention, in der Aufklärung, in der Sensibilisierung eben das auch aufgezeigt wird. Die Fallzahlen sind allgemein angestiegen. Warum ist das so und warum ist es überhaupt wichtig, dass wir diese Fallzahlen haben?
Die Auswertung von rassistisch motivierten Vorfällen ist wichtig, damit wir einen besseren Schutz für die Betroffenen erlangen und auch die Dienstleistungen für sie verbessern können. Auch wenn wir nur einen kleinen Teil des Rassismus in der Schweiz aufzeigen können, weil nicht alle Vorfälle gemeldet werden, ist unser Auswertungsbericht eine vertrauenswürdige Monitoringsquelle. Wir machen damit Rassismus sichtbar, damit er besser bekämpft werden kann.